Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani, schön, dass ihr zuhört. Ihr kennt ihn mit Sicherheit alle, an Alois Hingerl. Logisch, oder? Der Münchner im Himmel. Das ist natürlich eine Kurzgeschichte vom Ludwig Thoma und ich habe jetzt einen echten Hingerl bei mir im Gespräch. Da dürft ihr ihn drauf freuen, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ohren. Ein echter Hingerl, grüß dich, Schorsch. Servus, Mani, ein echter Taler. Ja, das stimmt, aber es gibt keinen berühmten, oder? Gibt es einen berühmten, der was geschrieben hat? Zumindest nicht so bayerisch-kulturell. Du meinst dann Aloysius Hingerl? Ja. Mein. Gut, aber der hat auch nichts geschrieben, das ist ja nur eine Figur. Aber ja, ist ein fiktiver Charakter, gell? Stimmt. Jetzt wollte ich gerade fragen, ist der mit dir verwandt, aber das kann ja gar nicht sein, oder? Du bist nicht der Erste, der mich fragt. Das hat mich tatsächlich am Gymi mein Lateinlehrer gefragt. Und ich halt hohe Stücke, auf denen das war ein sehr gebildeter Mensch. Ja. Ich war in der 5. Klasse, ich habe von dem an dort noch gar nichts gewusst, dass es einen Aloysius Hingerl gibt. Aha. Fragt er mich, den Aloysius Hingerl, kennst du den? Und ich habe halt dann nicht zugeben wollen, dass ich ihn nicht kenne. Dann sage ich, ja. Ja, bist du mit dem verwandt? Dann habe ich nur gesagt, ja, wenn es einen gegeben hat, dann ja. So, und was hast du für Noten gehabt? Lauter Einser wahrscheinlich, oder? Ich bin oder? Wegen Latein von dem Gymnasium dann. Also wirklich? Das war jetzt nicht so. Wer weiß warum, weil der Lehrer irgendwann einmal gespannt hat. Ja, wahrscheinlich hat er irgendwann einmal nachgelesen. Das ist bloß eine fiktive Figur, dann muss mit der kleine Schorsch, muss mit der angelogen haben. Wahrscheinlich. Und dann nur noch mal schlechte das Noten. Das war der Eintritt ins Elend. Nein, also Latein war jetzt nicht so meins. Ich habe jetzt nicht so die große Karriere in Latein hingelegt. Ist der Hingerl vielleicht ein Vorbild? Also gibt es einen alten Hingerl, sag ich jetzt einmal. Einen alten Hingerl? Ja, einen von deinen, ich meine jetzt nicht deinen Vater oder deinen Opa, sondern einen aus der Zeit, den der Ludwig Thoma, der ja die Geschichte geschrieben hat, als Vorbild genommen hat. Ich glaube, der hat einfach mal so den Prototyp an Münchner genommen, so den Grantler. Und das warst du? Ganz ehrlich, wenn ich die Geschichte lese, dann gehen wir da manchmal schon so ein paar Parallelen unter. Schon, oder? Ja. Wobei du eigentlich nicht viel grantelst. Also kennen die jetzt nicht so. Also. Naja, innerlich grantel ich halt immer so von mir her. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass ich da genauso wie der Aloysius da so ein bisschen von mir her granteln darf. Halleluja, sag ich. Sie fix. Halleluja. Jetzt hat die ja, weißt du was, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Lies jetzt einmal die Geschichte vor. Das ist eine gute Idee. Das ist eine Kurzgeschichte. Dann habe ich jetzt Sendepause. Ja, das heißt, es dauert nicht so lang. Und ich lese die Originalversion von Ludwig Thoma. Meistens, wenn du das irgendwo hörst, da gibt es ja auch einen kleinen Film, den, wo der Adolf Gondrell gesprochen hat, der Film von, also der ist so typisch München im Himmel, wo man da immer sieht, so eine Art Zeichentrick, glaube ich, sagt man ja, da. Ja, so ein Manschgerl im Nachthimmel mit einer genau. roten Dienstmütze genau. und da meistens so ein Leier oder Hafen genau. sitzt dann auf der Wolken. Genau, und einer spricht das ist der Adolf Gondrell, und der hat den Originaltext überarbeitet, also das, was man meistens kennt und auch zitiert, wie du gerade gesagt hast, die fix Luja, sage ich, das ist aus dem Überarbeiteten. Mhm. Es ist auch ein bisschen eingängiger, finde ich. Als das Original. Als das Original. Aber weil man es ja ein bisschen so im Kopf hat, was ist, glaube ich, versteht man das ja so auch. Ich lese es jetzt mal vor. In Mundart. In Mundart. Gut. Ja. Ich halte dann Schnobi. Gut. Der Münchner im Himmel von Ludwig Thoma, veröffentlicht 1911. Alois Hingerl. Nummer 172, Dienstmann in München, besorgte einen Auftrag mit solcher Hast, dass er vom Schlage gerührt zu Boden fiel und starb. Zwei Engel zogen ihn mit vieler Mühe in den Himmel, wo er von St. Petrus aufgenommen wurde. Der Apostel gab ihm eine Harfe und machte ihn mit der himmlischen Hausordnung bekannt. Von 8 Uhr früh bis 12 Uhr mittags frohlocken und von 12 Uhr mittags bis 8 Uhr abends Hosianna singen. Ja, wann kriegt man nachher was zu trinken? Fragte Alois. Sie werden Ihr Manna schon bekommen, sagte Petrus. Au weh, dachte der neue Engel Aloysius, das wird Skifahrt. In diesem Momente sah er einen roten Radler. Und der alte Zorn erwachte in ihm. »Du Lausbrummistiger«, schrie er, »kommt es darauf an?« Und er versetzte ihm einige Hiebe mit dem ärarischen Himmelsinstrument. Dann setzte er sich aber, wie es ihm befohlen war, auf eine Wolke und begann zu frohlocken.
Halleluja! Ein ganz vergeistigter Heiliger schwebte an ihm vorüber. Sie, Herr Nachbar, schrie Aloysius. Haben Sie vielleicht einen Schmeizler bei Ihnen? Dieser lispelte nur Hosianna und flog weiter. Ja, was ist denn das für ein Hans Wurst? Rief Aloysius. Nachher haben Sie halt keinen Schmeizler, Sie Engel, Sie Borniger, Sie Ausgeschander. Dann fing er wieder sehr zornig an zu singen. Ha, ha, le, le, lu, u, Himmel, Herrgott, Erdepfi, Sakrament, lu, u, ja, ah. Er schrie so, dass der liebe Gott von seinem Mittagsschlafe erwachte und ganz erstaunt fragte, was ist denn da für ein Lümmel hier oben? Sogleich ließ er Petrus kommen und stellte ihn zur Rede. Horchen Sie doch, sagte er. Sie hörten wieder den Aloysius singen, ha, alle, Himmel, Himmel, Herrgott, Sakrament, uia! Petrus führte sogleich den Alois Hingel vor den lieben Gott und dieser sprach, aha, ein Münchner, na natürlich, ja sagen Sie einmal, warum plärren Sie denn so unanständig? Alois aber war recht ungnädig und er war einmal im Schimpfen drin. Ja, was glauben denn Sie, sagte er, weil Sie der liebe Gott sind, müssen die singen wie ein Zeisel, einen ganzen Tag und dringend kriegt man auch nichts. Ein Männer, hat der andere gesagt, krieg ich, ein Männer. Du bäust mir nicht, gehst mit deinem Männer, überhaupt sing ich nimmer. Petrus, sagte der liebe Gott, mit dem können wir daher oben nichts anfangen, für den habe ich eine andere Aufgabe. Er muss meine göttlichen Ratschlüsse der bayerischen Regierung überbringen. Da kommt er jede Woche ein paar Mal nach München. Das war Aloysius sehr froh. Und er bekam auch gleich einen Ratschluss für den Kultusminister Wehner zu besorgen und flog ab. Allein nach seiner alten Gewohnheit ging er mit dem Brief zuerst ins Hofbräuhaus, wo er noch sitzt. Herr von Wehner wartet heute noch vergeblich auf die göttliche Eingebung. Kurzgeschichte Ende. Ach, das ist immer wieder so eine schöne Geschichte. Hört man zu wenig, gell? Ja, ich höre es mir immer wieder gerne an. Schön gelesen hast du das, Moni. Ja, danke, danke. Ich wollte auch mal das Original lesen, weil das andere, das hört man so oft. Und man hat die Aussprüche, finde ich, von der überarbeiteten Version eher im Kopf. Zum Beispiel, wenn er sagt, Luja, Sackelzement, Halleluja, Luja, sage ich, mein lieber Luja. Also eher, finde ich, kennt man das, als wir, ich habe es zuerst einmal gelesen, dann haben wir gedacht, hör, das hört sich ganz anders so. Die überarbeitete Version, das ist eher das, was man im Kopf hat. Oder? Ja, ist entschärfter, genau. Und das Ende ist anders bei der überarbeiteten. Die ist nämlich, da heißt es ja, und er bestellte sich eine Maß und noch eine Maß und er vergaß seinen Brief und den Auftrag und bestellte sich noch eine Maß und noch eine und da sitzt er heute noch. Ist ja ein bisschen aufblasener. Ein bisschen aufblasener, ein bisschen mehr, ja. Ich meine, ja, der Ludwig Thoma, der hat wahrscheinlich ein bisschen ein Hirn gehabt. Intellektuell war er wahrscheinlich. Ich glaube, der war sauber aufgestellt. Also ich glaube, er hat eine gute Beobachtungsgabe gehabt. Ja, ja. Also was der so alles gemacht hat und das dann so pointiert darstellen, das ist schon eine Kunst. Das ist wirklich eine Kunst. Es ist auch interessant, ich habe mir gedacht, man kennt ja die Geschichte, auch dieses Video, kannst du anschauen, gibt es ja die DVD, was ich gerade gesagt habe, und aber auch auf YouTube, glaube ich, ist kostenlos. Du meinst, das ist so lang. Jetzt ist das, was ich vorgelesen habe, auch die noch vier Seiten. Ja, ja. Aber da passiert viel in der Zeit. Da passiert viel. Ja, da ist einfach ein schöner Handlungsstrang drin. Und eigentlich ist das so der Wahnsinn, dass das so eine Geschichte ist, so eine kurze, und die ist so bekannt. Ich habe gleich gemeint, das war ein ganz Buch, der Münchner Nein, Bibel. Und ich habe gemeint, das, was man sieht auf dem Video, dass das quasi stark zusammengekürzt war. Aber nein, das ist die. Also mehrere gibt es nicht. Vielleicht ist die Geschichte so bekannt worden, weil er dafür eine Geldbuße zahlen hat müssen. Ah, das weiß ich nicht. Echt? Aha. An wen? Und zwar nämlich für den Satz, Herr von Wehner, also das ist der letzte, wartet heute noch vergeblich auf die göttliche Eingebung. War regierungskritisch. Was war das für Zeit? 1911, das war, was war denn da? Kurz vor dem Ersten Weltkrieg, da war noch Ja, da war, ich weiß nicht, war da Ludwig III. Schon, da war das noch Prinzregent
Also das Königreich ist 1806 ausgerufen worden und hat knapp 100 Jahre gehalten. Dann waren wir jetzt, also ja, bis 1918 ist er gegangen, bis zum Ersten Weltkrieg. Aber dann war 14. Also 1918, weil dann war ja Schluss. Und, genau, ja. Und dann kam die Weimarer Republik. Genau. Geschichte. Aha. Muss Vorkriegszeit war es quasi. Ja. Der Herr von Wiener, das war damals der Kultusminister. Also ja. Wo es heute der Kultusminister war, das war der. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn du dir überlegst, was die Politiker heutzutage sich alles anhören müssen. Und gell? Dann wegen sowas, ich meine, das ist ja nur handsam. Aus heutiger Sicht ist das schon handsam. Ja, Dortmund war das wahrscheinlich sehr, sehr revolutionär. Mhm. Boah, frage ich mich, was ist dann in 100 Jahren los? Entweder kriegen wir da mal wieder die Kurven oder wir verrohen total sprachlich. Man weiß nicht. Nicht, oder? Man weiß nicht. Es kann in jegliche Richtung gehen. Mhm. Es kann aber auch einschränkend wieder werden. Also, dass du weniger sagen darfst, dass die Sachen wieder schlimmer sind. Dass du jetzt als Kritiker weniger sagen darfst, meinst du? Als Kritiker und auch als normaler Mensch. Weil wenn du jetzt schaust, so im Internet ein bisschen, so Beleidigungen, also ich glaube rechtlich oder gesetzlich ist ja eine Beleidigung gegen Personen, die wo in der Öffentlichkeit stehen, das ist ja irgendwie rechtlich, vor allem Politiker, da darfst du schon viel sagen. Wenn du das Gleiche zu einem normalen privaten Song darfst, das ist wesentlich strenger, das ist nicht erlaubt. Da kannst du einen anderen verklagen. Und wenn du jetzt halt anschaust, diese ganzen privaten oder Beleidigungen an Privatleute im Internet oft, das wird doch stärker verfolgt, oder? Na. Jo. Oder ist das nur, sind das nur so kleine Schüsse? Das sind, also warum jetzt nicht, wisst ihr jetzt nichts? Es gibt ja ein Gesetz quasi gegen, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber dass du halt nicht einfach umeinander beleidigen darfst. Da, wenn du ein gewisses Niveau oder gewisse, ich weiß nicht, wie es da genau darum geht, aber wenn du gewisse Beleidigungen ausstößt, dann werden halt Kommentare, müssen die ja gelöscht werden von diesen sozialen Plattformen. Jetzt mal ganz ehrlich, also es ist ja eigentlich sehr traurig, dass man sowas braucht. Also wo haben wir denn gelandet, dass wir uns sprachlich nicht mehr so galant ausdrücken können, dass man sagt, eigentlich bist du ein riesen Rindviech und hast den Job vergriffen. Hm. Aber das halt dann so ausgedrückt, dass es halt immer noch anspruchsvoll ist. Vielleicht verstehen sie nicht mehr viel. Und das finde ich traurig. Und dann ist es traurig, dass es so ein Gesetz braucht, aber die Diskussionskultur ist, oder die Diskurskultur ist kaputt gegangen. Und es ist halt einfach verroht und da muss man dagegen vorgehen. Ja, und du kannst dich da so schnell beleidigen. Weißt, wenn du irgendwann nicht kennst und du liest was der geschrieben hat auf was weiß ich, Facebook oder egal wo, und dann sagst du, und dann haust du gleich was aus. Deinen geistigen Diarrhö kannst du halt überall hinlassen. Ja, es gibt manche, die wo regelmäßig, also Politiker, wo ich mir oft wundere, hey, was die da oft schlimm wird. So von wegen, wo es direkt, ja, sie haben ihr Hirn irgendwie im Wirtshaus gelassen und lauter so sagen. Aber das ist ja noch nett. Ja, also krasser formuliert, also richtig beleidigend. Da ist mir fast schon lieber so einer wie der Ludwig Thoma in seinem Text jetzt da, der wo das auf eine kunstvolle Art ein bisschen macht. Ja, mit so ein bisschen am Augenzwinkern. Ja. Das ist weg. Es ist halt immer alles so aggressiv. Aggressiv, gell? Dort, das darf nicht sein. Aha, nein, das soll nicht sein. Also, damals waren das denen ja zu aggressiv, darum haben sie denen da einfach eine Strafe aufgebürdet. Aber sowas nutzt ja oft. Lieder, die verboten werden zum Beispiel, das sind doch die ersten, wo du hörst, oder? Ja, freilich. Aha. Weil sie dann besonders interessant ist. Ja, logisch. Du willst das ja hören. Oder mit den Buchkritiken damals, da hat es doch das literarische Quartett im Fernsehen mal gegeben, gell? War das nur mit dem Marcel Reich-Ranicki? Genau, der Reich-Ranicki war da dabei. Und also ich habe mit der Buchhändlerin geredet, die, wo am meisten verrissen worden sind. Die waren am umsatzstärksten. Am umsatzstärksten. Weil jeder wollte lesen, ist das wirklich so ein Krampf? Also wenn jemand gelobt wird, Lob bringt er vielleicht aber heutzutage auch nichts. Du musst beleidigt werden. Vielleicht ist es ja andersrum. Vielleicht meinen die Leute das ja gut. Die beleidigen jemanden und dadurch erweisen die dem die Ehrerbietung. Wahrscheinlich. Ja. Wir haben es einfach verpennt. Also wenn jetzt du sagst, ich beleidige dich zu wenig, Schorsch, halte nichts von dir, weil ich meine Beleidigungen so niedrig halte, dann sag mir das bitte. Ich will nicht, dass die Nicht-Beleidigung zwischen uns steht. Mani, aber das ist mir auch wichtig, dass wir das Thema jetzt mal auf den Tisch bringen. Ah, okay, gut. Also das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Okay, wenn du dich von mir zu wenig beleidigt fühlst, dann... Ja, du hast diese kleinen Seitenhiebe. Das ist Mobben. Ach, das ist Mobben? Das ist Mobben. Du mobbst mich quasi. Ich mobb dich in deinem eigenen Podcast. Du mobbst mich. Und du freust dich noch. Ich denke mal, ich bin der Schorsch total kreativ oder so. Nein, es ist einfach nur Mobben. Ist nur Mobben, oder was? Es ist einfach nur Mobbing.
Du, das ist jetzt aber von dir ein bisschen blöd, dass du das jetzt so zugibst. Nein. Weil, doch, ich nehme jetzt gerade auf und du weißt, dass Moppen verboten ist. Ja, aber Mann, es tut ja nicht schlecht. Du bist ja ach, richtig. Ach so. Nein, also du musst ja mal schauen, wie wir angefangen haben mit dem Podcast. Mhm. Also, wie du halt da sitzt, du bist ein ganz anderer Mensch. Ganz anders. Das war quasi kuratives Moppen. Ich sage ja so, das Moppen hat mich erst erblühen lassen. Ja, richtig. Oder? Und das erklärst du auch so dem Richter, oder was? Du hast es ja gerade selber zugegeben. Dass mich das Moppen erblühen hat lassen. Ja, nein, wirklich nicht. Du, da sage ich, trage mal lieber für die Volksbildung bei. Mhm. Und reden wir kurz über den Text. Da sind ein paar Sachen dabei, wo ich mir vielleicht vorstellen kann, dass nicht jeder weiß. Genau, da war ein Wort drin, erreich. Gut, dass ich das noch nachgeschaut habe. Das habe ich wirklich noch nachgeschaut. Ich habe mir gedacht, wir würden sowas fragen, die meisten überhören es, aber gut, ja, schaust, ich habe nachgeschaut, jetzt pass auf. Aber wie heißt es jetzt nochmal richtig? Erarisch. Erarisch, okay. Oder willst du raten, was das ist? Meine rote Maschine ist jetzt gerade angelaufen, aber ich glaube, ich komme nicht drauf. Okay. Der erste Hinweis. Also wenn du erarisch nachschaust, habe ich nachgeschaut, da heißt es zum Erar gehört. Zum Erar. Und jetzt fragst du natürlich, was der Erar ist. Mhm. Erar ist eine alte, heute ungebräuchliche Bezeichnung für das materielle und immaterielle Vermögen eines Staates oder einer Körperschaft. Ah, das ist ein schönes Wort. Erarisch, gell? Erarisch. Erarisch, ja. Heute sagt man einfach Staatsvermögen, oder ja. Was sagt man da? Und was ist das Substantiv nochmal? Erar. Erarisch. Also das Substantiv? Ja. Oh, du mit deinen lateinischen Begriffen, du hast doch in Latein, durchgefallen, aber dann über Lateinisch. Ja, ein bisschen was ist hängen geblieben. Ja. Zum Moppen klang es mal. Ja, zum Moppen klang es, ja. Hättest du lieber mal gescheit aufpasst in der Schöne, mir ist jetzt nicht so viel Moppen. Also Moppen, die sind ja bloß die Dummer, gell? Ja, was ist das jetzt eine Beleidigung? Das kannst du heute halt eine Tatsachenbeschreibung. Okay, nein, also das Adjektiv, wie haben wir gesagt, das Eigenschaftswort. Eigenschaftswort. Heißt erarisch. Erarisch. Und das Hauptwort da, wie hast du gesagt, Substantiv? Substantiv oder Nomen kannst du Nomen. Sagen. Das ist der Erar. Erar. Mit Ä, oder? Ja. Also wie Ärger. Ja. Erar. Oder ängstlich. Ja. Brauchst mir nicht zuschauen. Und was war jetzt nochmal erarisch? Das Staats, das Materielle, nein, Immaterielle, also das... in der Geschichte. Die Harfe, glaube ich, war. Jawohl, genau. Das heißt, er will, sind wir schon mittendrin, das heißt, er will irgendwie ausdrücken, dass das zum Staats- oder vielleicht zum Himmelsapparat gehört hat. Oder dass das auch noch zum Irdischen gehört. Zum Irdischen. Oder Himmlischen. Himmlisch-Irdisch? Himmlisch-Irdisch. Was aber gewiss zum Himmlischen gehört, das ist das Manna. Ja genau, was ist denn das? Manna, man hört so oft, gell? Ja, Manna-Schnitten zum Beispiel. Nein, das ist... Okay. Weder in der Schule noch im Supermarkt hat er aufgepasst. Also Manna ist das Himmlische, das Himmelsbrot. Ja. 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 Du hast gerade gefragt. Achso, ja. Jetzt musst du sagen, ja. Was ist der Dienstmann? Der Dienstmann ist einer, der am Bahnhof gearbeitet hat und dann irgendwie so Zeigei und ausgeladen hat, oder? Mhm. Ich habe es mir vorsichtshalber nachgeschaut. Damals in der Zeit, 19. Jahrhundert bis ins Anfang 20. Jahrhundert eine, waren Dienstmänner Leute, die wo, ich weiß nicht, darf man halt Tagelöhner sagen, nein, das ist wieder was anderes. Laufburschen. Aber die wo quasi Hilfsleistungen für jemanden übernommen haben und da immer direkt gezahlt worden sind. Also das können auch irgendwelche Transporte oder sowas gewesen sein. Und er war ja dann der Dienstmann, also der hat quasi Koffern und also Gepäck hin und her gefahren. Ja, genau. Und er war ja nicht angestellt am Bahnhof, sondern er ist ja immer direkt gezahlt worden dann. Selbstständig. Das ist ein Dienstmann. Also Dienstmann war schon oft am Bahnhof, aber das hat er woanders auch sein können, der ist halt immer direkt gezahlt worden für das, was er gerade da hat. So von, ja, wie heißt das so? Ich weiß gar nicht, wie man halt sagt. Selbstständig. Freelancer, sagt man. Freelancer. Auf Neudeutsch, Freelancer. Freelancer. Man müsste dann mal die Geschichte umschreiben auf Neudeutsch. Ui, auf Neudeutsch. Aber dann war es nicht mehr so lustig, glaube ich. Ja, vielleicht oder? Schon. Echt? Aber gut, dann gab es nicht mehr so schöne Wörter wie also, erarisch. Ich lese jetzt einmal die Stelle, wo er sich besonders aufregt, auf Hochdeutsch. Mhm. Ja, was glauben denn Sie,
Weil sie der liebe Gott sind, müsst ihr singen wie ein Zeisel, am ganzen Tag trinken. Oh, schau, das geht gar nicht, du brichst ja voll die Zunge ab. Ein Manner hat der andere gesagt, bekomme ich. Ein Manner, da sobald du mir nicht gehst mit deinen Manner, überhaupt singe ich nimmer. Nein, das, oh, geht, das nicht. Geht nicht. Nein, das Versmaß ist einfach da. Nein. Über die Maßen überstrapaziert. Aber was vielleicht geht, dass die das auf Schwäbisch machen und auf Sächsisch und, boah, das war Sächsisch. Das darf ich so gern kennen. Ui, was? Echt? Ja. Sächsisch? Ich finde das einen sympathischen Dialekt. Hör auf. Doch, ich finde das einfach nett. Das hat so was Unschuldiges. Was Unschuldiges? Ja. Aha. Ich finde das schon schön. Du bist der erste Bayer, der dich trifft, der sagt, ich darf kein Sächsisch reden. Also nicht jetzt Tuschur, aber so halt was, dass ich so nachmachen kann. Oh, ja. Sächsisch als Fremdsprache. Kannst du Sächsisch irgendwas sagen? No. Ja. No, no. Kann man nicht vorstellen bei dir, Schorsch. Nein. An Schmeizler weiß man natürlich, ja, natürlich, was ist. Ein Schnupftabak. Schnupftabak. Der Adolf Gondrell hat gemeint, das weiß nicht jeder, weil der hat extra noch gesagt, an Schmeizler, an Schnupftabak mag ich. Ist er davon ausgegangen, dass das die Leute nicht kennen? Schmeizler, wie heißt denn das andere? Ein Snooze. Ein Snooze. Aber das ist das Snooze, ist das was Deutsch? Ist der Ausdruck Deutsch oder ist der Englisch? Das meine ich, ist Englisch, oder? Keine Ahnung. Ein Snooze ist ja quasi ein... Dieser kleine Beitel, den du dann ans Zahnfleisch hinhängst. Wo so Glas, also unter den Lippen, das ist das eine, gell? Ja. Wo so Glas, ganz feine Glasfasern oder Glassplitter drinnen sind und die kratzen da quasi die Lippen auf, das weiche Fleisch in der Lippen, ja, und dadurch geht der Tabak direkt ein. Gell? Magst du deine Lippen nochmal herzeigen, Mani? Nein. Sonst wäre ich wieder gemobbt von dir. Nein, Mani, da die doch nie mobben. Ich mag nicht gemobbt werden. Gemobbt. Gemobbt. Vielleicht kann ich dich noch in irgendwas einbringen, um mich zu rächen. Was du nicht weißt. Ah, jetzt pass auf, ich sag dir die Roten Radler. Mhm. Der ist doch, hat doch von den Roten Radler geredet, die wo er getroffen hat. Mhm. Jetzt die Frage an die: Was sind denn die Roten Radler? Das sind die Fahrradkuriere. Oi, das weißt du? Ja, das ist doch naheliegend. Aha. 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 Ich meine, wir haben da so ein bisschen eine Schwingung jetzt. Ja, ich glaube, wir haben eine Schwingung. Ja. Ich habe da noch eine Sitzung mit meinem Therapeuten wieder begleitet. Ja, Gott sei Dank. Die Rechnung schicke ich da aber frei. Vergiss es. Damals, die Roten Kuriere, die sind durch Minger gefahren und in Stuttgart waren die auch. Und die haben immer, also Fahrradkuriere, haben so eine schöne rote Uniform angehabt und die anderen Leute haben es mega, weil sie anscheinend recht freundlich waren, aber sie waren auch bekannt für einen aggressiven Fahrstil wohl. Ja, und der Alois ist natürlich, dass er da ein bisschen ein Beef auf die gehabt hat, bei dem er quasi das Geschäft weg. Genau, die Dienstmänner waren ja selbstständig demnach, ja, und die roten und die Fahrradkuriere waren angestellt bei der organisierte Firma. Bande. Die gibt es ja heute noch, gell? Die Roten Radler? Mhm. Heißt jetzt Gorillas und Flink, oder? Aus den Roten Radler sind irgendwann Transportunternehmen geworden. Mhm. Und es gibt Transportunternehmen Rote Radler noch. Es gibt eins in der Ringsburg und die Hauptsteu ist in, ich habe es mal irgendwo aufgeschrieben, das finde ich jetzt aber nicht mehr. Ach, angeblich in Freiburg. Aha. Weil das war hauptsächlich in süddeutschen Städten war das, da gibt es die Roten Radler noch. Ah, du kannst, also wenn du es nach Ringsburg ziehst, oder wahrscheinlich auch in Minger, kostet, ich glaube in Minger gibt es auch eins, kostet die Roten Radler Bucher. Und dann die mein Umzug machen. Genau. Ja, das werde ich mir merken. Na, da siehst du es einmal. Falls ich mir umziehen darf. Vom Himmelsbahnhof zum Roten Radler. Roten Radler. 1910 waren das. War das ungefähr. So drei Radler haben die gehabt. Das ist krass, gell? Wenn's, also so richtig, so quasi Lastenräder, wo genau, man hinten drauf gehabt genau hat. Wenn du das überlegst, jetzt seit einigen Jahren hat die Post auch diese drei Radl ganz viel, gell? Alles kommt doch wieder, oder? Ja, weil man halt irgendwie feststellt, dass es doch nicht so blöd war. War nicht so, nein, ja, überhaupt nicht. Ja, super. Jetzt pass auf, kann ich dich nicht nur irgendwie diskreditieren, Schorsch? Mir fällt da gar nichts ein. Ich bin so gut aufgestellt, Mani. Du bist so gut aufgestellt. Und du bist jetzt schon so angemobbt, dass du gar nicht mehr da rappeln kannst. Vielleicht kommt mir noch was. Irgendwas kommt bestimmt. Vielleicht kommt mir noch was. Du, das nächste Mal reizt mich da wieder ein. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass der Aloysius im Himmel mehr gearbeitet hat, als du auf Erden? Der hat mehr gearbeitet als ich. Ja. Du weißt ja gar nicht, wie viel das ich arbeite. Ich weiß, dass du keine 12 Stunden am Tag machst. Also das habe ich doch, das mal aufgefallen. Und vor allem haben wir gedacht, das ist ja keine Mittagspause. Nein. Von 8 bis um 12 frohlocken und genau, dann von 12 bis um 8 Halleluja. Nein, Hosianna. Hosianna. Wenn man denkt, wo ist die Mittagspause und 12 Stunden Schichten, das ist schon ordentlich. Ist happig, gell? Aha.
Und dann nicht einmal ein Manner, kein Bier, kein Schmeizler, gar nichts. Ja, für mich war es auch nichts. Das ist eine fade Geschichte. Für mich war es auch nichts. Ich darf dich nur so gern beleidigen. Ich bin jetzt ja gerade direkt ein bisschen fertig. Nein, jetzt gehen wir wieder in Frieden auseinander. Am Anfang hat es zwischen uns so gut gepasst. Also eigentlich war so harmoniert, und, gell? Ja, das war so eine Harmonie und geflutscht hat es auch da die Song. Ja. Dass ich dann im Nachhinein erfahre, dass das Moppen ist, das erinnert mich jetzt von dir, das erinnert mich jetzt direkt an den Fall mit der Frau, die wo immer die Haare, die Tiere Haare ins Essen da hat. Und so machst du das auch, kleine Nadelstiche. Weißt du, irgendwann werde ich einmal zusammenbrechen. Und ich weiß nicht warum, aber der Psychologe findet dann außer, das ist vom Schorsch, sie haben da irgendwas einprogrammiert. Irgendjemand hat sich gemobbt. Und ich wüsste nicht, wer hätte mich gemobbt, der Schorsch. Nein, man sagt ja, was sich liebt, das neckt sich und darunter fällt das Mobben, das ich betreibe. War das jetzt eine Liebeserklärung? Also, ich weiß nicht. So hätte ich jetzt nicht ein Jahr lang mit dir Podcast gemacht, wenn es mir nicht Spaß gemacht hat. Schön. Bevor wir uns jetzt um Kopf und Kragen reden. Ich glaube, jetzt ist es besser, dass du das rote Knöpfchen drückst. Drücke das rote Knöpfchen, das heißt ausschalten. Genau. Schön ist, aus ist und schade ist, dass es wahr ist. Aus ist und gar ist und schade ist, dass es wahr ist. Es verabschieden sich der Mani und der Schorsch ist gescheit auffall. Nein, danke, dass du es korrigiert hast. Schorsch, mach's gut. Ja, mit Bayern Absolut ist für diese Folge schon wieder vorbei. Das war jetzt die Folge mit dem Erzeugten und mit dem echten Hingerl. Wo gibt's denn das? Natürlich bei Bayern Absolut. Ich hoffe, dass ihr nächsten Donnerstag auch wieder mit dabei seid bei der neuen Folge. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt's grübig.